Ja, hier ist er wieder. Euer Borgelkart. Ich bin hier auf der Karte Feuriger Bogen unterwegs. Das ist hier ein Standardgefecht. Und ich fahre den deutschen E100. Das ist ein Tier 10er Heavy Tank, sprich schwerer Kampfpanzer. Er wurde sich mal wieder gewünscht. Er ist ein Klassiker hier im Spiel. Und ja, die Gegnerseite hat hier drei Artis. Ich habe auf meiner Seite leider nur zwei, sprich in meinem Team. Da schauen wir mal, was wir hier denn ausrichten können. Und mit diesem Video sei dieser Wunsch dann auch mal wieder erfüllt mit dem E100. Und ehrlich gesagt, nicht nur in den Kommentaren werden sich öfter mal Fahrzeuge gewünscht, nein, ich werde teilweise auch direkt angeschrieben. Ich habe so viele Wünsche bekommen in der letzten Zeit. Ich habe hier eine ellenlange Liste an Fahrzeugen, die ich doch spielen möchte. Und muss sagen, ui, da habe ich noch einiges vor mir. Und um Gottes Willen, was ist denn das hier? Ein Lemming Train? Ja, es ist ein Lemming Train. Tja. Da müssen wir doch mal schauen. Nee, da müssen wir nicht schauen, da drehen wir einfach mal um. Das hat hier alles keinen Sinn so. Ja, Wünsche habe ich ohne Ende, Vorschläge an Fahrzeugen auch, die ich fahren möchte. Und nach werde ich das natürlich auch abarbeiten. Aber ich habe jetzt gerade auch die Videos fertig gemacht für meine Garage, sprich 5 Videos, wo ich meine Garage ein bisschen vorstelle und habe festgestellt, dass ich sehr, sehr viele Panzer habe, kleinere, die ich auch sehr gut finde, die ich in der letzten Zeit viel zu wenig gespielt habe. Die werde ich jetzt mal verstärkt auch mal wieder spielen und euch wieder vorstellen. Müsst ihr halt jetzt mit leben, dass ich wieder ein bisschen beim genaueren Betrachten meiner Garage Spaß an den Kisten finde oder noch in Erinnerung schwelge und sage, ey, die Kiste musst du unbedingt wieder mal fahren, die ist doch super. Also, die großen Tier 10er werde ich etwas weniger spielen. Es kommen jetzt mal wieder ein paar kleinere dran, die haben es auch verdient. Ja, zum E100 geschichtlich. 1943 wurde er in Auftrag gegeben und dann entwickelt. 1944 wurde das Projekt erstmal gestoppt. Bei Kriegsende gab es keinen fertigen Panzer, es gab nur eine Panzerwanne. Die haben dann die Briten beschlagnahmt, requiriert, sprich eingesackt und nach England geschafft. Bestimmt nicht, um daraus Kochtöpfe herzustellen. Die werden schon geguckt haben, was haben die Deutschen da entwickelt und haben versucht, daraus vermutlich auch zu lernen oder Anregungen zu kriegen. Tja. Ansonsten sollte dieses Fahrzeug ja für alle möglichen Ideen herhalten, wie einer Selbstfahrlafette, sprich Arti, einem schweren Flakpanzer, das ist der VT auf E100, oder gar ein Panzerjäger, ein Jagdpanzer 100 mit einer 17 cm Kanone. Wurde ja alles nichts bis Kriegsende und so kann man sagen, schön, dass wir ihn hier im Spiel haben, aber keins dieser Fahrzeuge wurde je fertig oder eingesetzt. Tja. Was kommt denn da? Ja, Standard. Panzerbrechen funktioniert auch bei diesem Fahrzeug. Wenn das nicht funktioniert, kann man auch AE-Geschosse verwenden. Ich habe hier die 15 cm Kanone drauf, die macht schon Aua, auch mit AE. Und
jetzt kann ich mal sagen, versuchen wir unser Glück. Gehen wir mal ein bisschen aggressiver vor. Noch hatte mich die Arti nicht auf dem Schirm. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, da bin ich offen. Das bedeutet vermutlich in Kürze, dass einer der drei Artis hier mich unter Feuer nimmt. Alternativ natürlich auch hier ein Ferdinand. Ja, die erste Arti. Den Ferdinand konnte ich nur ketten. Aber durchs Aufhalten haut da die Arti rein. Oh, das wird wieder eine Arti gewesen sein vom Feind. Also wie gesagt, Artis Liebling will ich nicht sagen, aber durchaus wird der E100 erkannt als ein Fahrzeug, das recht aggressiv nach vorne gehen kann und demnächst auch die Artis aufdeckt und den Einheitsdienjungs. Ups, ein Aim. Das muss wehtun. Ja, das muss wehtun. Kette gezogen. Das andere Team feuert auf ihn. Wieder eine Arti hinter mir. Na, was war das? Ich schätze auch eine Arti. Also, absolutes Lieblingsziel. Wieder eine Arti. Wieso bin ich denn das? Ich schätze mal auf A6 steht auch noch eine Arti. Wenn ich da nicht daran komme, decke ich die auf. Durch diese 50 Meter Regel, die es da gibt. Oh, da haben wir doch einen netten Freund. Da haben wir noch einen. Deswegen war ich auch so beliebt bei der Arti. Die hatten Angst, dass ich die Jungs hier aufdecke. Geht doch. Nicht nur immer Ketten ziehen, Burgelcut. Und dann ein bisschen Schaden durch Unterstützung kriegen. Nein. Es geht ja auch, mal was zu treffen und zu vernichten. So, ein bisschen was aufgedeckt haben wir. Treffer kassiert. Gucken wir da nochmal wieder drüber. Bisschen aufdecken. Aber wenn es möglich ist, nichts mehr kassieren, sonst platze ich hier in Kürze. Bisschen in der Hinterhangstellung, sprich im Schutz des Bahngleises bleiben. Und dann sollten wir das Gefecht doch jetzt langsam aber sicher auch nach Hause kriegen. Ich werde hier jetzt nur nicht unbedingt feuern können. Weil wenn ich über einen Bahndamm hüpfen möchte, dann platze ich. Aber ich bin schon mal gespannt auf Schaden durch Spielerunterstützung, was ich denn da kriege. Das sollte dann doch schon ein bisschen was hier an Punkten bringen. Und da ist die letzte Arti offen. Ja, jetzt trauen wir uns doch schon mal rüber. So viele Gegner sind ja nicht mehr. Und vielleicht sind die ganz woanders beschäftigt und vernachlässigen so ein One-Shot E100. Tja, das Gefecht, muss ich sagen, da war ich Liebling der Artis, der feindlichen Artis. Und trotzdem, unser Team hat jedoch gut aufgeräumt. Da muss ich sagen, läuft oder lief doch ganz gut. Und ehrlich gesagt, wir zwei Artis, die drei Artis. Ich hätte gedacht, ihre Artis schaffen doch etwas mehr hier. Aber was soll's, kommen wir zur Auswertung. Das lief doch eigentlich hier nicht schlecht. Ich habe hier sogar
Sage und schreibe hätte ich nicht gedacht. Ein Überlegenheitsabzeichen Panzer hast bekommen, sprich meisterlich. Dann habe ich hier den Kämpfer bekommen, den Speer und auch noch den Wachposten. Ich glaube, Wachposten habe ich mit dem E100 noch nie bekommen. Also das ist für mich hier auch mal eine komische Sache. Ja, 8 Schüsse abgegeben, 7 direkte Treffer, 6 Wirkungstreffer, Schaden nur 1922 gemacht, auf über 300 Meter Entfernung davon 235. Ich habe 7 Treffer erhalten, 6 Wirkungstreffer waren das, einer hat nicht durchschlagen und einen Flächenschaden habe ich bekommen. Schaden abgewehrt durch Panzerung 1560, Gegner entdeckt 6. Gegner beschädigt 6, Gegner zerstört 4 und sage und schreibe jetzt Schaden durch Spielerunterstützung hier 6381 Schadenspunkte. Also das ist hier dafür verantwortlich, Schaden durch Spielerunterstützung, dass ich hier einen Panzerass, sprich Meister bekommen habe. Und das Gefecht hat finanziell natürlich auch was gebracht, und zwar dank Premium hier 39.236 Creditpunkte. Ohne einen Premium-Account hätte ich hier auch noch 14.515 Credits über gehabt. Das war ein Dreifachgefecht. Dann habe ich hier auch noch Belohnung für Auftragsabschluss bekommen. Und so komme ich auf sage und schreibe 6.984 Erfahrungspunkte und sage mal, ja, Schwachpunkte, untere Wanne beim Fahrzeug und oben diesen optischen Balken durchaus auch eine Option. Sonst, das Fahrzeug ist schon lange im Spiel, die meisten kennen ihn ja. Und ich finde, er ist ein klein wenig einfacher zu spielen als eine Maus, weil eine Maus ist noch mehr Artiziel. Gut, in diesem Spiel war ich extrem artizielig, sprich Liebling der Artis. Aber sonst, normalerweise wird die Maus immer so eingedeckt. Es ist ja hier nochmal alles gut gegangen. Und es hat mich auch überrascht, dass ich am Ende hier einen Panzerass drauf gekriegt habe. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Weiterhin mit mir. Tschüss, euer Borgelkart.